Heute würde ich gerne etwas sagen zu dem virulenten Thema, dass die Medien sich über die Kritik an ihnen beklagen. Das ist schon sehr eigenartig und es kommt in vielen Bemerkungen vor. Ich war in letzter Zeit auf mehreren Foren, wo dieses Thema diskutiert worden ist. Es war Gegenstand einer Sendung von Panorama vom 4. Juni 2015. In dieser Panorama-Sendung wurde die Chance, wirklich ins Gespräch zu kommen über diese Frage, warum so viele Menschen so kritisch sind gegenüber den Medien. Also nicht nur Internetportale sind kritisch, sondern ganz viele Menschen sind kritisch und sie melden sich auf den Foren und sie melden sich in Leserbriefen und in Anrufen bei den Sendern und beklagen sich darüber. Und das regt die Journalisten natürlich auf. Und nun könnte man sachlich über das Thema sprechen. Und in der erwähnten Panorama-Sendung ist dieses sachliche Gespräch leider nicht zustande gekommen. Da wurde einmal der Chefredakteur von ARD Aktuell, das ist also der Chefredakteur von Tagesschau und Tagesthemen und anderer aktueller Sendungen, interviewt, immer wieder eingeblendet, wie er da ganz seriös sitzt. Und die Kritiker kamen ausgesprochen schlecht weg. Das war besonders apart und besonders wirklich wirklichkeitsfremd, dieses Verfahren, weil nämlich gerade 3 Tage vorher die ARD, die Tagesschau und die Tagesthemen und viele andere Medien Opfer ihrer eigenen Nachlässigkeit und ihrer unkritischen Haltung geworden war. Da wurde nämlich gemeldet, dass ein britisches Rechercheteam mit dem Namen Bellingcat ermittelt hätte, die russische Regierung habe Satellitenaufnahmen über den Absturz der malaysischen Maschine MH17 gefälscht. Diese Meldung kam in nahezu allen deutschen Medien, auf jeden Fall in sehr vielen, auch in der Tagesschau und in den Tagesthemen. Tagesschau und andere Medien haben nicht recherchiert, ob die Meldung verlässlich ist. Und das war ein ganz großes Versäumnis. Es wurde nämlich sehr schnell klar, dass diese Recherchegruppe Bellingcat nicht verlässlich ist und dass man hätte Zweifel bekommen müssen. Das heißt also, wir haben am 1. Juni des gleichen Jahres ein solches wirklich großes Missverständnis, genauer gesagt einen gravierenden Fehler der Medien einschließlich der Tagesschau gehabt, nämlich der Fehler, nicht zu recherchieren, ob eine Meldung stimmt. Und wir haben 3 Tage später, am 4. Juni, eine Sendung der ARD, nämlich Panorama, wo der Chefredakteur von ARD und damit auch der Tagesschau tut, als gäbe es kein Problem. Das ist wirklich typisch gewesen und zeigt, wie wenig gesprächsbereit und wie wenig selbstkritisch unsere Medien sind. Das wäre nämlich wirklich ein Anlass zur Selbstkritik gewesen und diese Möglichkeit hat man nicht aufgegriffen. Ich will in diesem Zusammenhang mit Panorama auch noch auf eine Methode zu sprechen kommen, die wir in vielen Medien erleben. Das ist die Methode der Visualisierung und zwar also Visualisierung heißt eben der bildlichen Darstellung und zwar der bildlichen Darstellung auf sehr verschiedene Weise. Sie erinnern sich vielleicht noch daran, wie wunderbar Angela Merkel und Obama mit typischen bayerischen Mannsbildern anlässlich des G7-Gipfels fotografiert worden sind. Und
Obama sitzt da auf einer Bank, hat die Arme nach hinten verschränkt und Frau Merkel steht vor ihm. Also das war schon bildlich so arrangiert, dass rüberkommen sollte, das ist eine dicke Freundschaft und alles, was wir an Kritischem zu hinterfragen haben, nämlich die Überwachung Deutschlands, ist eigentlich kein berechtigtes Thema. Und dann muss man vergleichen, wie die gleichen Medien mit anderen Menschen umgehen. Also in der Panorama-Sendung war da schon gleich am Anfang eine Frau gezeigt, offenbar als Pegida-Anhängerin, verdächtigt oder genannt. Und diese Frau hatte ein schreiendes Gesicht. Und wir haben dann in den Reportagen zu dem G7-Gipfel ganz exotische Typen präsentiert bekommen von den Medien. Da war also insinuiert worden, es war also der Eindruck vermittelt worden, als wären diese jungen Leute und die erwachsenen Leute, die dort demonstrieren, nicht ganz ernst zu nehmen, unseriös, exotisch. Genau das Gleiche war bei Panorama, da wurde dann ein eigentlich sehr guter Journalist gezeigt, der kritisch mit den Medien umgeht, selbstkritisch mit den Medien umgeht. Und den hat man fotografiert, wie er sich etwas nervös durch die Haare fährt. Das sind so Bildeinstellungen, die man bei Obama oder bei Frau Merkel nie machen würde, aber bei kritischen Leuten macht man das. Und das hat eine Wirkung. Man muss also immer beobachten, wie die Methoden sind. Deshalb erwähne ich das. Wenn man lernt, wie Menschen manipuliert werden, wie Meinungsmache gemacht wird, mit welchen Methoden gearbeitet wird, dann lernt man solche Meinungsmache und Manipulation sehr viel schneller zu erkennen, als wenn man diese Methoden nicht kennt. Deshalb weise ich darauf hin.